So, liebe Tischtennisfreunde, wir sind jetzt auf dem Weg nach Erfurt zu den TT Finals mit meinem Mannschaftskollegen Sebastian Borschardt. Ja, liebe Tischtennisfreunde, jetzt sind wir angekommen in Erfurt bei den TT Finals. Ich freue mich, jetzt werde ich mich noch ein bisschen einspielen und danach werden wir später noch das Spiel der Nationalmannschaft verfolgen. Guckt euch die Maschine an, ja, nur Prominenz hier. Cedric, was ist heute los? Jeder kommt hier vorbei. Hello. Wer ist denn jetzt da? Ah, komm rein. Was ist los? Jetzt gucken wir uns natürlich auch noch das Fußballspiel von der deutschen Nationalmannschaft an. Hier ein schönes Bier noch, ne? Die Trophäe. Bier muss immer sein, ne? Nein. Hier, damit ihr es versteht hier. In eine K.O.-Runde. Und nun ging es zum Hotel. Wir haben den Tag noch schön ausklingen lassen, indem wir Fußball geschaut haben. Und morgen geht dann endlich das Turnier los. Also bis morgen. Und jetzt habe ich auch meinen Belag schön drauf gemacht. Und jetzt geht's los in die Halle. Jetzt spielen wir uns ein. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt weiß ich auch, wer in meiner Gruppe ist. Ich spiele gegen Benno Löhme und gegen Niklas Reindl. Kenne ich selber nicht. Soll ein guter Spieler sein. Bin mal gespannt. Auf geht's. Ich zeige euch mal, wie man zur Halle kommt. Ein Höllenweg. Kurz vor dem Spiel haben wir uns dann noch ein bisschen eingespielt, um warm zu werden und um noch ein bisschen sicherer unsere Topspins auf dem Tisch zu bekommen. Damit ihr einen Einblick bekommt, zeige ich euch jetzt hier nochmal die Einspielhalle, die hinter den Kulissen ist. Hier haben sich dann die Spieler, wie unter anderem der Steffen Mengel, dann mit dem Anti warm gemacht. Jetzt haben wir hier den Steffen, jetzt hier den Anti zu spielen. Guckt euch das an, ja. Der Mann hat einfach Gefühl. So, Freunde, das erste Mal den Anti benutzen bei den deutschen Meisterschaften. Ich bin ein bisschen aufgeregt, fühle mich nicht so ganz gut, aber ich werde mein Bestes geben, um einfach ein schönes Spiel zu machen. Bis dann. Noch einen kleinen Snack vorm Spiel. Im ersten Spiel ging es dann gegen Benno Öhme. Mir war bewusst, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird, gerade weil Benno auch jahrelang mit einem Antispieler in der Mannschaft gespielt hat und ganz genau weiß, wie er da taktisch die Antispieler bespielt. Ja.
dann stand auch der verdiente Sieger fest. Benno hat gewonnen, 3:0. Er hat mich wirklich sehr, sehr gut angespielt und taktisch super gespielt und ganz klar verdient gewonnen. Das erste Spiel habe ich 3:0 verloren. Ja, man merkt einfach, auf dem Niveau ist es dann doch schon schwer. Aber es ist gut. Da habe ich erstmal schön gesehen, dass man auch so eine Klatsche kriegen kann. Wo ich dann den letzten Satz angegriffen habe, habe ich 9:4 geführt. Aber da hat es auch nicht gereicht. Naja, zweites Spiel jetzt vielleicht doch mit griffigen Belegen. So, wenn ich schon mit einem Anti so eine Klatsche gerade bekommen habe, dann will ich wenigstens hier was gewinnen. Also, let's go. Dreimal Jackpot. Ist der drin? Ja, würde ich sagen. Hey, da war doch gut. Okay, auch nicht. Im zweiten Spiel habe ich dann gegen Niklas Reindl aus Bayern gespielt. Ich selber kannte ihn nicht, aber habe von den anderen Spielern gehört, dass er sehr, sehr gut sein soll und habe mich gefreut, mal wieder gegen einen neuen, guten Gegner zu spielen. Ja, auch im zweiten Spiel war leider nicht zu holen. Niklas hat wirklich sehr, sehr gut gespielt und verdient gewonnen. Was soll's, es hat trotzdem Spaß gemacht. Auch ein riesen Dankeschön an die ganzen Schiedsrichter, die das ganze Turnier über da standen und unsere Schläger kontrolliert haben und ihr Bestes gegeben haben. Dann ging es weiter im Doppel. Wir haben im Achtelfinale mit Gerd Richter gegen Julian Mohr und Michael Savati gespielt. Zu Gerd Richter. Gerd Richter hat mal in der ersten Bundesliga gespielt, ist eine absolute Legende. Man redet eigentlich nicht übers Alter, aber es muss mal erwähnt werden. Gerd ist 50 Jahre alt und sieht viel jünger und viel fitter aus als ich. Das hat wirklich Spaß gemacht und wir haben sehr, sehr gut zusammengepasst. Ich auch mal
Wir konnten das Spiel für uns entscheiden mit 3:1 und jetzt erwartete uns im Viertelfinale die an 1 gesetzten Ricardo Walter und Cedric Meissner. Das ist hier die Zukunft. Hier, Wim Verdon-Shot. Deine Rückhand durchladen? Ja, lad mal bitte durch. Ich glaube, der war auf der Kante. Und natürlich Leighton Ullmann, einer der sympathischsten Tischtennisspieler hier. Nur am Bier trinken. Nur am Bier trinken, der Typ. Ja. Wahnsinn. Ja, die anderen müssen sich verstecken, ist ja klar. Ich krieg euch alle. Ich krieg euch alle. Ich muss noch Doppel spielen. Unfassbare Pizza. Danke für die Begleitung. Ja, gerne. Mein Security. Und im Viertelfinale ging es dann gegen Ricardo Walter, Mr. Gefühl und Cedric Meissner, Speedy Gonzales. Ja, wir haben unser Bestes gegeben, aber sie waren auch sehr, sehr unangenehm zu spielen, muss man sagen. Ja, hier wurde es dann witzig. Ich habe den Ball so ein bisschen abgestochen und dann hat Ricardo den unterm Tisch nochmal zurückgespielt. Gerd wusste dann plötzlich gar nicht mehr, was drin ist. Selbst einem guten Spieler wie Gerd kann das passieren. Also nimmt es mit Humor. Wir haben alle nicht schlecht geguckt nach diesem desolaten Ball. Am Ende konnten wir zufrieden sein, es bis ins Viertelfinale geschafft zu haben und gegen den späteren deutschen Meister im Doppel verloren zu haben. Danke dir, Gerd, für das tolle Doppel. Wie wäre es denn, wenn man jetzt einfach mal den DJ-Kurs besucht und ihn mal belästigt? Genau, ein bisschen belästigt. A.k.a. Patrick Decker. Ich belästige jetzt mal den Patrick Decker. Ja, dann bin ich auch direkt rübergegangen zu Patrick Decker. Dieses Mal nicht als Spieler vor Ort, sondern als DJ Onops. Ja, man sieht es auch. Er ist total in seinem Element und kann seine Finger rotieren wie kein Zweiter. Danke auf jeden Fall für die Musik, Patrick. Spinside war auch bei den deutschen Meisterschaften vertreten mit Dennis Michel, ein alter Kumpel aus Berliner Zeiten, die wirklich einen super Job machen, die Messwerte analysieren von Spielern, um sie auf das nächste Level zu bringen. Hut ab und Respekt an die gute Arbeit, die ihr leistet. Ja, liebe Freunde, die deutschen Meisterschaften sind vorbei und jetzt heißt es nach Hause fahren und wieder den Schläger in den Schrank stecken. Noch 3-4 Wochen. Den Sommer genießen und dann geht's los mit der Vorbereitung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.